Ich komm in dein Dorfidyll, der Boss im Maybach am Start. Und Trompeterblasen fleißig in die Kaiserfanfaren. Da meint der Schwabe, Heiligsblechle wie bei Weihwasserschalen. Der Boss in dreidimensional, wie im IMAX-Kinosaal. Wie lange ich hier verweilen darf, hängt von da oben ab wie Eiszapfen. Doch wenn's soweit ist, seid bereit und schreinert mir nen scheiß stabilen 2 Quadratmeter breiten Eichenholzsarg. Denn ich geh rein in die Masse wie ein Polizeiwasserstrahl. Vielleicht ist meine Zeit bald schon nah, doch eins ist klar, ich bleib stabil, solange ich Gottes Luft hier einatmen darf. Ja, vielleicht sitz ich eines Tages da mit 101 Jahren mit eisenhartem Biceps und einem Weihnachtsmannbart. Freier Geist bedeutet einfach mal was wagen. Jeder weiß scheinbar, was falsch läuft, aber keiner macht den Start. Ich baue eine heile Welt, doch vielleicht scheitert dieser Plan. Doch ein Eichenstamm entstand mal durch ein Einpflanzen von Saat. Im Interview sagte ich, eins der Evolution ist Riesenschwachsinn, dass ein Fisch an Lande stirbt und nicht transmutiert zum Affen. Viele fanden dies zum Lachen, doch nur so lang, bis ich sie waterboarde und dabei sag, lasst euch doch paar Kiemen wachsen. Als Schüler merkte ich, dass vieles nicht ganz weiß. Was will man noch erwarten von einer Bildung, die vom Staat ist? Government bedeutet, kontrolliere das Mentale. Und mit 18 sind die meisten schon perfekt dressierte Sklaven. Aber Mind over Matter, Mind over Matter. Blocke die Magie, Mind over Matter. Mind over Matter, Mind over Matter. Befrei den Geist, Mind, Mind over Matter. Mind over Matter, Mind over Matter. Blocke die Magie, Mind over Matter. Mind over Matter, Mind over Matter. Leg die Fessel ab, Mind over Matter. Im TV läuft Propaganda und verwirrt den Geist der Leute, die verlernt haben, was Moral und was Prinzipien bedeuten, was Familie bedeutet. Individuen sind immer easy, kontrollierbar, fehlt Familie als stabile Säule. Parallel sieht man bei Sören vom Industriemetallgebäude durch Fabrik vor Gatterzäune eine Shiva-Statue leuchten. Da tut sich ein Muster auf, so wie bei Python-Schlangen. Heute Niblis plant und seine ihm verfallenen Psychopathen-Freunde wollen Ordnung aus dem Chaos schaffen. Digitale Träume, Satellitenstaatswerk, Spionage. Bald schon ist das Einzige, was noch im Grünbereich ist, eine Biowaffenwolke. Der Kaninchenbau unendlich wie die Fibonacci-Folge. Seit Babylon dieselbe Magie-Taktik bis heute. Die Elite plant den Reset, nachdem sie die Menschen ziemlich lang mit Fiat-Money täuschte. Jetzt kommt Digital-ID, sie macht mit riesigen Tentakeln wie eine Tiefseekrake Beute. Was es war, was Verschwörungstheorie. Praktizieren Logen echt dämonische Beschwörungszeremonien. Während Mainstream-News schauen, einem Angst-Porno gleich schaffen. Alternative, ein Gefühl von Machtlosigkeit. Alles Ablenkung und Show, alles Zirkus Maximus. Ich fokussiere mich lieber auf mein Wirkungsradius. Angst lähmt, damit machte schon die Kirche damals Plus. Mit der Indoktrination ist jetzt hierzu dann der Schluss, sag ihn. Mind over matter, Mind over matter. Blocke die Magie, Mind over matter. Mind over matter, Mind over matter. Befrei den Geist, Mind, Mind over matter. Mind over matter, Mind over matter. Blocke die Magie, Mind over matter. Mind over matter, Mind over matter. Leg die Fessel ab, Mind over matter. Government officials insist that this is an isolated incident. Yep.